Kapitel 3 Gegner. Mann, 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 was war denn da mit Dave los in der Nacht? Dienstag, 13. November 2007, Vormittag. Da träumt er ganz schön abgefuckten Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist, ja, nicht ganz feierlich, ne? Und mir ist mal aufgefallen, Dave wäscht sich nie, Dave putzt sich nie die Zähne, Dave wechselt nie die Klamotten und er schläft gleich mit Schuhen im Bett. Also so ganz hygienisch rein ist der Kollege jetzt nicht, ne? Gut, dann gehen wir jetzt mal runter in die Lobby. Mr. McNamara, könnte ich Sie kurz sprechen? Aber natürlich. Was gibt's denn, Mr. Flynn? Mr. Flynn? Sir? Guten Morgen, Mr. Flynn. Ich bin ganz schön gerädert. Post für mich? Nein, Sir. Sir? Ja? Kann ich Sie kurz sprechen? Natürlich. Worum geht es denn? Wir hatten einige Beschwerden heute Nacht. Doch nicht wegen der Sache in der Bar. Ich weiß nicht, worauf Sie damit anspielen, aber vermutlich hat es indirekt mit Ihrem Besuch in der Bar zu tun. Sie waren wohl etwas angetrunken, Sir? Nun ja, ich schätze, das stimmt, aber ich bin tadellos in mein Zimmer gekommen. Ja, das wissen wir, Sir, denn Sie haben dort geschrien, die halbe Nacht. Eine ganze Reihe von Gästen hat sich beschwert und wir hatten auch zwei Abreisen. Geschrien? Ich? Leider, Sir. Oh, wissen Sie, ich träume schlecht im Moment. Ich habe eine etwas angespannte Privatsituation. Ich verstehe vollkommen. Aber ich bitte auch Sie zu verstehen, dass wir im Interesse unserer Gäste auf die Einhaltung der Nachtruhe bestehen müssen. Ja, natürlich. Es tut mir leid. Wird nicht wieder vorkommen. Ich muss jetzt los. Nichts für ungut. Sir, einen Moment noch bitte. Was gibt es denn noch? Ich müsste dann auch um die Bezahlung der Rechnung bitten. Wieso das denn? Ich reise noch nicht ab. Das Management hat mich angewiesen, eine Zwischenrechnung zu stellen. Tut mir sehr leid. Gibt es ein Problem damit, Sir? Nein. Nein, natürlich nicht. Augenblick. Augenblick, wir haben die Kreditkarte ja parat. Hier hat er sie. Bitte, bedienen Sie sich. Danke. Lasst mich raten, sie ist überzogen. Etwas nicht in Ordnung? Sir, die Karte ist gesperrt. Wie bitte? Die Karte ist gesperrt. Dürfte ich dann um Barzahlung bitten? Ich habe gerade kein Bargeld bei mir. Sind Sie ganz sicher, dass die Karte nicht geht? Vielleicht ist es nur ein Fehler im Kartenleser. Wir hatten heute keine Probleme damit. Ich werde das prüfen, in Ordnung? Ich bezahle die Rechnung, wenn ich wiederkomme. Sir, ich fürchte, ich muss darauf bestehen, dass Sie... Nun kommen Sie schon. Ich habe einen Termin. Meine Sachen bleiben ja hier. Ich verschwinde doch nicht. Heute Abend, sagten Sie. Ja, doch. In Ordnung. Vielen Dank. Ich muss telefonieren. Mann, Mann, Mann. Ja, wir müssen mit der Bank telefonieren. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Und ich vermute mal, dass Kim daran schuld ist, weil die ein gemeinsames Haus haben und sie die Hauseignerin ist, dann werden sie vermutlich auch ein gemeinsames Konto haben, auf dem sie die Kontoeignerin sein wird. Und da wird sie eben die Karte gesperrt haben, nehme ich mal so an. So, und wir gehen noch nach draußen. Und haben ja hier den Bankautomaten, um den werden wir uns gleich mal kümmern. An dem werden wir gleich mal rantreten und schauen, ob da irgendwas ist. Ansonsten in die Klinik wieder gehen, in die Psychiatrie, um dort weiterzumachen. Das machen wir aber erst in der nächsten Aufnahmesession, denn ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal. Wir sehen uns wahrscheinlich noch in dieser selben Aufnahme wieder. Bis gleich, sag ich mal, ne? Winke, winke. Und weiter geht's mit unserer Odyssee durch das verregnete New York. Wir befinden uns immer noch vor dem Hotel, wo wir auch gerade eben erst aufgehört haben. Und wir werden jetzt erstmal in den Bankautomaten treten. Ich vermute aber mal, dass das genau gar nichts bringen wird, denn Dave meint ja schon, wir müssen telefonieren. Ein Cashpoint. Das hast du gut erkannt. Und mehr kannst du auch nicht damit machen, das ist ja schon mal ganz wunderbar. Nein, nicht die Kreditkarte, wir brauchen das Telefon.
United Bank Trust. Bitte mal telefonieren. Ich suche mir lieber einen trockenen Ort zum Telefonieren. Dann gehen wir eben hier wieder rein in die Lobby. So, kannst du mal hier rübergehen, damit du nicht im Weg stehst bei den vielen Leuten, die hier ständig kommen. Und dann nochmal bitte. Lieber nicht hier drin. Jeder könnte mithören. Sag mal, willst du mich verarschen? Dann gehen wir halt wieder hoch. So, jetzt aber bitte, oder? Also jetzt möchtest du ja mal... Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt. United Bank Trust, Privatkundenservice. Die Kreditkartenabteilung, bitte. Einen Moment bitte, Sir. Kreditkartenabteilung? David McNamara, Washington. Meine Premium Card funktioniert nicht. Einen Moment, Sir. David Walker McNamara, Sir? Ja. Das Konto wurde gesperrt, Sir. Gesperrt? Warum? Habe ich nicht genügend Deckung? Ich kann Ihnen telefonisch dazu keine Auskunft erteilen. Ach, und warum nicht? Ich bin der Kontoinhaber. Möchten Sie meine Geheimnummer hören? Nein, Sir. Im Falle von Sperrungen ist immer ein Gespräch mit einem unserer Kundenberater erforderlich. Das heißt? Sie müssen bei der ausstellenden Stelle vorsprechen, Sir. In Washington. So ist es. Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Sir? Nein. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Eine wahnsinnige Hilfe war das. Na super. Jetzt wissen wir genauso viel wie vorher. Und das ist ja ein Riesenservice. So, was jetzt, Dave? Wir haben kein Geld und du hast ein gesperrtes Konto. Das ist ja total dämlich. Was wäre, wenn der jetzt eine Sperrung im Urlaub hat? Also wenn er gerade im Urlaub ist, was er ja im Prinzip... Naja, eigentlich ist es ja kein Urlaub. Es ist ja eine Geschäftsreise, aber... Moment, kann man hier irgendwas gucken? Ach nee, das ist bloß die Dingens, oder? Die Theke? Ja. Vielleicht können wir nochmal mit Flynn reden. Also es ist ja bescheuert, wenn man gerade im Urlaub ist. Sir. Und dann das Konto gesperrt ist, dann kann man überhaupt nichts machen. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. So, also mit Flynn können wir jetzt erstmal nicht mehr reden. Dann gehen wir halt einfach erstmal auf Arbeit und machen da weiter. Oder vielleicht können wir mal in den Central Park. Ich habe was anderes zu tun. War klar. So, mit dem Geldautomat kannst du immer noch nichts machen. Mist. Tja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als einfach wieder zur Klinik rüber zu machen, nicht wahr? Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Oh! Die Fähre ist wohl schon weg. Leider ja. Ich habe sie auch verpasst. Mist. Sie haben Termine drüben im Staten Island? Ja. Wo arbeiten Sie da? Oh, im Staten Island Hospital. Sie sind Arzt? Ja, Psychiater. Sie wissen schon, Seelenklempner. Verstehe. Die Geschäfte laufen bestimmt gut. Was? Wieso meinen Sie? Oh, nun ja. Bei all dem irren Volk, das heutzutage auf den Straßen rumläuft. Wissen Sie, es ist komisch, aber meine Erfahrung ist, dass die angeblichen Normalen oft noch viel irrer sind als die Irren. Sie meinen Leute wie Sie und ich? Genau das meine ich. Sagen Sie, kenne ich Sie irgendwoher? Möglich? Wo haben wir uns schon mal getroffen? Na, hier am Anleger, denke ich doch. Sie fahren öfter, nehme ich an. Ich auch. Ja, ja, bestimmt. Vom Anleger. Das wird sein. Was machen Sie so drüben auf Staten Island? Darüber sprechen wir nicht gern. Sagen wir, ich arbeite für einen der größten Arbeitgeber unserer Nation. Verstehe. Und der hat in Staten Island eine Niederlassung? Der hat auf der ganzen Welt Niederlassungen. Sagen Sie, haben Sie von den jungen Leuten gehört, die man in New York aufgelesen hat? Ja, flüchtig. Schlimme Sache. Sie arbeiten wohl daran? Genau. Interessant. Und? Kommen Sie voran? Ja, ja. Erstaunlich gut. So. Das ist schön. Es ist wichtig herauszufinden, was mit diesen Irren los ist. Schon aus Präventionsgründen. Ein harter Job, den Sie da machen. Nun, wie ich sagte, die Irren, das sind Leute wie Sie und ich. Nur, dass wir zwei nicht nackt und mit Waffen in der Stadt herumlaufen. Genau, das ist der Unterschied. Tja. Tja. Ich glaube, da kommt die Fähre. Mysteriös, finde ich. Na, Doc, Sie sind aber spät heute. Der Joe. Ja, verschlafen und die Fähre verpasst. Sie haben ganz schöne Augenringe, mein Lieber. Danke. Sicher stehen Sie nicht hier draußen im Regen, weil Sie mir das sagen wollten. Doc, ich habe zwei schlechte Nachrichten. Gleich zwei? Klingt großartig. Genau, was ich brauche. Nummer eins. Wir haben die Pistole der jungen Dame aus Zelle 4 überprüft. Ist ein Armeefabrikat aus den 60er Jahren. Dann müsste sich doch feststellen lassen, woher sie stammt. Jason hat alles getan, aber die Seriennummer fehlt.
Und von den Dingern waren 2,8 Millionen Exemplare bei der Army in Umlauf. Es sind Tausende davon auf dem Schwarzmarkt gelandet. Haben Sie bei der Army nachgefragt? Sicher. Die Kontrolle der Magazine läuft noch, aber wir machen uns wenig Hoffnung. Und die zweite Nachricht? Wo wir die Army schon mal dran hatten, haben wir auch nachgeforscht wegen ihrer Personalakte. Ja? Und? Sagen Sie, Doc, Sie sind sicher, dass es nichts gibt, was Sie mir erzählen wollen? Ja, da bin ich sicher. Wieso? Was zum Teufel haben diese Armleuchter denn gesagt? Ihre Akte ist von der NSA angefordert worden. Wann? Vor 8 Wochen schon. Lange vor dieser Untersuchung. Kommen Sie, Doc. Was haben Sie ausgefressen? Nichts, gar nichts. Ich war in meiner Praxis, wie immer. Weshalb interessiert man sich dann bei der NSA für Ihre Army-Akte? Ich habe keine Ahnung, Detective. Wirklich. Ich weiß nicht mal, was genau in der Akte steht. Ich habe sie selbst nie gesehen. Warum sind Sie bei der Army entlassen worden? Darüber möchte ich nicht sprechen. Warum nicht? Weil es nichts zur Sache tut. Nicht schreien, Doc. Ich bin nicht taub. Entschuldigen Sie, mir geht's nicht gut. Den Eindruck habe ich auch. Ich muss rein, Detective. Ich habe Arbeit. Na sicher. Ich melde mich. Doc? Was denn noch? Überlegen Sie noch mal, ob Sie mir nicht doch was zu erzählen haben. Mensch, Dave, was hast du in deiner Vergangenheit getan? Aber das mit der Waffe, mit der Armeewaffe, ja, das ist jetzt eigentlich nichts Überraschendes, finde ich, denn es ist ja alles auf einem Armeegelände, von daher wird es wohl auch eine Operation der Armee irgendwie sein, denke ich, eine geheime. So, und wir reden nochmal mit dem Typen. Der hat natürlich wie immer nichts für uns. Also dann. Der steht, glaube ich, schon seit 3 Tagen da draußen im Regen und hat sich kein bisschen bewegt. Also ich denke, dass es irgendeine Geheimoperation der Armee sein wird. Und deswegen wird Dave bestimmt auch die Karte gesperrt worden sein, weil er langsam dem Ganzen auf die Schliche kommt, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und das gerade eben mit diesem Kerl, der uns da angequatscht hat, war doch schon sehr mysteriös irgendwie, oder? So, gar keinen Empfang hier. Hallo Doc, im Cockpit. Na, mein Freund? Hallo, Dr. Young. Sie sind spät. Ich weiß. Der Detective hat mich aufgehalten. Tatsächlich. Was haben wir denn da? Streit und Patienten. Was für ein Streit eigentlich? Ach so, mit den beiden Mädchen, oder wie? Gibt's einen Bericht zur Lage heute Nacht? Hat Tamara irgendetwas Besonderes festgestellt? Tamara hat den Trakt nicht mehr betreten. Warum das denn nicht? Sie hat Nachtwache. Sie selbst haben ihr nahegelegt, sich dem nicht mehr auszusetzen. So habe ich das nicht gemeint. Die jungen Leute waren also ohne Aufsicht. Großartig. Nein, ich habe nach ihnen gesehen. Ich habe auch Nummer 5 die Fesseln entfernt. Alle sind in stabilem Zustand. Ich habe das Gefühl, Dave verliert langsam so ein bisschen die Nerven. Der wird auch immer ungehaltener und der nähert sich so langsam irgendwie diesem New Yorker Ton an. Die sind ja alle eigentlich ziemlich unfreundlich und Dave wird langsam auch so, finde ich. Ich möchte kurz mit Ihnen über das sprechen, was Sie gestern über meine Frau gesagt haben. Es irrt mich, dass Sie mit mir über Ihre Frau sprechen möchten, aber Ihr Privatleben geht mich nichts an. Es geht Sie offenbar genug an, um Andeutungen zu machen. Ich weiß nur, was man sich in Kollegenkreisen so erzählt. Nämlich? David, bitte. Es ist doch kein Geheimnis, dass Ihre Frau bei Ihnen nichts zu lachen hat. Was soll das heißen? Was erzählt man sich? Es gab diese Grillparty bei Ihnen vor einigen Jahren, nicht wahr? Und auf der Party gab es einen kleinen Unfall, nicht wahr? An dem Sie, wie man hört, nicht ganz unschuldig waren. Wer sagt, dass das meine Schuld war? Wer? Sie selbst hatten die Kollegen doch eingeladen. War es nicht sogar Ihr Ausstand bei der Army? Jeder konnte sehen, was für ein Mensch Sie wirklich sind. Was für ein Mensch ich bin? Was bin ich denn für ein Mensch? Sie sind eine bedauernswerte Person, David. Und unberechenbar noch dazu. Ich kann nur hoffen, dass Sie Ihre Funktion hier so erfüllen, wie es vorgesehen ist. Denn das ist der einzige Grund, warum ich Sie hier überhaupt aufs Gelände lasse. Mann, was ist denn bei dem Unfall passiert? Ich will das mal wissen. Bis später. Das ist doch doof. Ich will wissen, was bei dem Unfall bei der Grillparty passiert ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Dave einfach irgendwie im Streit war und dann ausgetickt ist. Und dass er dabei irgendwie vielleicht dass er irgendwie die Grillschale umgestoßen hat und die Kohlen dann irgendwie durch die Gegend geflogen sind und seine Frau geblendet haben oder irgendwas. Jedenfalls nehme ich mal an, dass es irgendeine Kurzschlussreaktion war. Ja, und dass Dave unberechenbar ist, das haben wir ja auch schon teilweise so mitbekommen. Also so ganz koscher ist er mir langsam auch nicht mehr, der Dave. So, und wir machen mal in Zelle 4 weiter, denn hier haben wir ja, glaube ich, aufgehört.